Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie gekommen sind an einem so verregneten Abend, dazu noch vor dem Feiertag. Und vielleicht noch, ohne dass ich Ihnen optimistische Botschaften mitgeben kann, also schon eine schwere Wahl, die Sie getroffen haben. Aber vielleicht ist es ja doch interessant, mal ein bisschen etwas anderes zu hören über diese Krise und in der Tat Lösungsmöglichkeiten zu hören. Es gibt Lösungsmöglichkeiten. Davon bin ich fest überzeugt und Sie werden das auch gleich verstehen, wie die Lösungsmöglichkeiten sind. Aber leider sind wir in der Politik im Moment nicht in der Lage, diese Möglichkeiten zu diskutieren. Und das können wir dann besprechen, warum. Sondern wir diskutieren immer so ein bisschen am Thema vorbei. Man kann ja in der Schule den schönsten Aufsatz schreiben, aber wenn er das Thema nicht trifft, dann hilft es nichts. Und da sind wir so ein bisschen in diesen Tagen. Und darüber will ich ein bisschen sprechen. Nun, der Punkt ist, man kann das alles nicht verstehen, glaube ich, was in Europa passiert, wenn man sich nicht einen Moment auch die Welt vergegenwärtigt. Deswegen muss ich Sie mitnehmen auf eine kleine Reise in die Welt, in die wichtigsten Länder jedenfalls. Und wir müssen versuchen zu verstehen, was dort passiert, wie die wirtschaftliche Entwicklung dort ist, um dann zurückzuschließen, was in Europa passieren wird und passieren kann. Und wie die Dimensionen der Gefahr oder der Chancen sind. Nun, was passiert im Moment in der Welt? Wir haben eine Finanzkrise gehabt 2008. Ich gehe jetzt nicht im Detail darauf ein. Wir haben die nicht gelöst. Wir haben sie sozusagen uns gerettet. Wir haben uns mit einer bestimmten Art von Politik gerettet. Genommen dann das keynesianische Politik. Wir haben also einmal die Banken gerettet, das war noch nicht keynesianisch, das war einfach sozusagen Nächstenliebe oder nicht oder Notwendigkeit ohne Liebe. Und dann haben wir aber keynesianische Politik auch in dem Sinne gemacht, dass die Staaten dagegen gehalten haben, gegen den Einbruch der Wirtschaft in 2008 und 2009. Und das können Staaten immer nur in der Weise tun, dass sie höhere Defizite machen, mehr Geld ausgeben und weniger Geld einnehmen oder selbst dann noch genauso viel Geld ausgeben wie vorher, wenn sie weniger Geld einnehmen. Und diese höheren Defizite werden ja heute zum Teil jetzt als das Problem, als das eigentliche Problem angesehen. Wir sind ja sozusagen von der Finanzkrise jetzt in eine neue Dimension gerutscht, die allerseits nur noch heißt Schuldenkrise. So als sei jetzt das, was der Staat 2008, 2009 gemacht hat, zur Hexerei oder zu etwas Bösem geworden und habe sich quasi über Nacht in das eigentliche Problem verwandelt. Es waren also gar nicht die Märkte, es waren nicht verrückte Casino-Geschäfte an diesen Märkten, die uns ins Unglück gestürzt haben, sondern es war der Staat, der die Casino-Spieler gerettet hat, als sie dann alle pleite waren. Dass das kein sehr vernünftiges Bild von dieser Welt ist, werden Sie schon aus den wenigen Andeutungen herauslesen können. Ich will darauf jetzt heute nicht im Detail eingehen, weil wir uns ja dem Euro widmen wollen. Aber es ist doch noch wichtig, diese Vorgeschichte kurz zu erwähnen, weil diese Geschichte hat dazu geführt, dass wir jetzt in einer sehr schwierigen Situation in der Weltwirtschaft sind. Was passiert nämlich in der Weltwirtschaft? Das Wachstum, was wir 2 Jahre hatten, angeregt vor allem durch die Staaten, schwächt sich ab. Und es schwächt sich eben nicht nur in Europa ab, in Europa gehen wir schon in eine Rezession, wir sind schon vielleicht, wenn ich Europa insgesamt nehme, in einer Rezession. Aber es schwächt sich auch in den USA dramatisch ab. Auch die hatten gehofft, das wird dann sozusagen ein sich selbst tragender Aufschwung, wie die Ökonomen sagen, aus der Anregung des Staates, aus dem Strohfeuer des Staates sozusagen, das er mit seinem Defizit macht, wird dann ein richtiges Feuer, an dem man sich über viele Jahre wärmen kann. Das ist leider nicht eingetreten und es ist wichtig zu verstehen, warum das nicht eingetreten ist, weil das ganz wichtige Konsequenzen auch für die Eurozone hat. Warum ist das nicht eingetreten? Nur aus einem einfachen Grund, den ich Ihnen zeigen will, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber ich erkläre es Ihnen, Sie werden es gleich verstehen. Von Pointer haben wir nicht, nee, was man zeigen kann, wenn einer einen hat, wäre es ganz schön. Oh, prima, ganz toll, ja. Ja, super. Ja.
die Steiermark. Kommen hier und schon greift sie rein, ins System ein. Was ist passiert in den USA? Ich zeige mal, dieses Bild ist leider in Englisch, aber ist leicht zu verstehen. Das sind die Average Hourly Earnings, das sind die durchschnittlichen Stundenverdienste in den USA. Und zwar über einen sehr langen Zeitraum. Wir haben nämlich gerechnet mal von 1975 an und jeden Aufschwung verglichen, immer die Aufschwünge verglichen. Das ist immer der Tiefpunkt des Aufschwungs. Und das ist dann die Entwicklung im Aufschwung, und zwar über 2,5 Jahre etwa. Das sind 28 Monate. Immer über 28 Monate. Was ist passiert in diesen Aufschwungen? Und da sieht man ein schönes Muster, das ist also nominal gerechnet, nicht real. Das ist das gleiche nochmal real auf der Seite hier, das ist die in konstanten Dollars. Aber man sieht ein interessantes Muster. Das war im Mai 1975, da sind die Löhne 2 Jahre nach Beginn des Aufschwungs massiv gestiegen und die ganze Zeit durch in dem Aufschwung stark gestiegen. Dann ging es immer weiter runter und wir haben jetzt in den USA die Situation, dass zuletzt in den letzten 4-5 Monaten die Nominallöhne stagnieren. Die Nominallöhne in den USA stagnieren. Und man sieht real, wenn man das jetzt den Preis, die Inflationsrate abzieht, dann sinken die Löhne real. Und das ist auch für die USA eine völlig neue Situation, dass 2 Jahre nach Beginn des Aufschwungs die Löhne sinken. Und das ist eine ganz wichtige, entscheidende Zusammenhang, kommt hier vor, den ein normaler Ökonom, sage ich jetzt mal, so die normale 3/4 aller Professoren der Universität Linz oder 90%, ich hoffe, es sind keine hier, oder? Aber die gehen nicht zu meinen Veranstaltungen, weil das ist so peinlich für die dann. Dass also 90% der Ökonomen der Universität Linz sicher nicht verstehen können. Aber dieser Zusammenhang ist unheimlich wichtig für alle, die Gewerkschaften sich engagieren. Es ist wichtig zu verstehen, was in den USA passiert ist. Was in den USA passiert, die sind in eine Krise geraten, die offensichtlich nichts mit den Löhnen zu tun hatte. Die Löhne sind die ganzen Jahre schon extrem wenig gestiegen. Die Lohnquote ist sogar gefallen deutlich in den USA. Die hatten nichts mit den Löhnen zu tun, aber die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. Die Arbeitslosigkeit ist deutlich gestiegen. Und dieser Anstieg der Arbeitslosigkeit drückt aber jetzt auf die Löhne. Man hat also etwas, was in der normalen, traditionellen Ökonomie überhaupt nicht passieren kann, dass die Arbeitslosigkeit steigt, ohne dass die Löhne steigen. Das ist unmöglich. Jeder, der Ökonomie studiert oder so, weiß das, gibt es einfach nicht. Gibt es aber doch in der Wirklichkeit. Und deswegen haben wir die irrsinnige Situation, dass wir auf der einen Seite hohe Arbeitslosigkeit haben in den USA, aber keinen Anstieg der Löhne mehr, sinkende Reallöhne. Aber die Arbeitslosigkeit geht trotz sinkender Reallöhne, müsste man nach dem normalen Modell der Ökonomen dann weggehen. Die Arbeitslosigkeit geht nicht weg. Warum geht sie nicht weg? Und da kommt der entscheidende Punkt. Ja, weil Leute, die keine Lohnerhöhungen haben, auch nicht mehr konsumieren. Ganz einfach. Menschen, die keine Lohnerhöhungen kennen, vielleicht, oder? In Deutschland kann man das, geht dann ein Aufschrei durch die Massen, weil sie alle sagen, jawohl, seit 10 Jahren keine Lohnerhöhung, wie können wir konsumieren? Ja, wer keine Einkommenserhöhung hat, von dem kann man nicht erwarten, dass er seinen Konsum steigert. Ob Wachstum überhaupt gut ist, will ich jetzt mal einen Moment beiseite stellen, wenn Sie das nachher diskutieren wollen, gerne. Aber im Moment gehen wir davon aus, dass wir das brauchen. Und wenn die Löhne nicht steigen und die Arbeitslosigkeit ist hoch, dann steigt der Konsum nicht. Wenn der Konsum nicht steigt, steigt das Wachstum nicht, dann bleibt die Arbeitslosigkeit hoch. Die sinkt nie mehr. Denn wie sollen die Löhne jetzt steigen in den USA, wenn die Arbeitslosigkeit hoch ist und hoch bleibt? Ja, nur durch ein Wunder oder gar nicht. Wenn die Löhne sich aber nicht normal entwickeln, wie das früher der Fall war, dann gibt es keinen Aufschwung. Ist der Aufschwung, das bisschen Aufschwung, was Sie hatten, ist jetzt gerade zu Ende und es gibt danach nichts mehr. Und jetzt schauen wir uns mal noch eine Kurve an, die noch viel schrecklicher ist. Das ist nämlich nicht nur die USA aufgezeichnet, das ist etwas Ähnliches, ein bisschen anderes Bild, aber es ist ein ähnlicher Befund. Das sind die durchschnittlichen Einkommenserwartungen amerikanischer, europäischer und japanischer Familien. Die durchschnittlichen Einkommenserwartungen, was erwarten die, was passiert in nächster Zeit? Oh, da ist eine Skala zwischen. Aber ich kann Ihnen sagen, das ist die Nulllinie. Das ist die Nulllinie, da wo die Striche dran sind. Und alles, was darunter ist, ist negativ. Und da sehen Sie, in den USA haben Sie eine Situation, wo Sie
noch niemals seit der Depression der 30er Jahre der Fall gewesen ist, dass sie massiv negative Einkommenserwartungen des durchschnittlichen amerikanischen Haushalts haben. Und Sie sehen, in Europa ist es nicht viel besser. In Europa sind wir bei auch im deutlich im negativen Bereich. Und Japan ist schon über viele, viele Jahre im negativen Bereich. Und das ist die Situation, mit der wir leben müssen, über die wir nachdenken müssen, wenn wir Europa versuchen zu verstehen. In den drei größten Regionen dieser Welt, drei größten Wirtschaftsregionen, Japan, USA, Europa. China lassen wir mal noch außen vor, die sind ja ein bisschen kleiner als Japan immer noch, wirtschaftlich gesehen. In diesen drei großen Regionen sind die Einkommenserwartungen des deutschen Menschen negativ. Und das bedeutet, dass wir nicht erwarten können, dass er konsumiert in dieser Zeit. Wenn er aber nicht konsumiert, werden wir aus dieser Rezession nicht herauskommen. Warum? Nun ganz einfach, weil für diese drei großen Regionen, wenn man zusammenrechnet, und wir haben es zusammengerechnet, der Konsum einen irren Anteil hat. Der Konsumanteil in diesen drei großen Regionen zusammen liegt bei über 80%. Der Konsumanteil am gesamten Bruttoinlandsprodukt, also am gesamten Einkommen.